das hier komplett rausgesägt. Das da sauber drumherum zu arbeiten, ist wirklich Sisyphusarbeit. Das Vorwaschen kenne ich. Einfach nur einen nassen Lappen und einen Schwamm zu nehmen, das sollte man nicht tun. In mattes Grün. Aber Pink ist nun mal dein Ding. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Homebuild Solution. Der Kanal wird unterstützt von Balver Baustoffe. Jetzt habe ich mich fast verschluckt dabei. Und wir sind heute bei Crea Science. Warum sind wir bei Crea Science? Der Dali hat ein neues Auto. Das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch bei Instagram und Co. Und der soll foliert werden. Ich weiß wie. Ich habe auch schon einen ungefähren Plan. Ich habe noch keinen Plan, wie die Folie aussieht. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein, weil hier draußen ist etwas kälter. Und dann geht's gleich los. Dann kommt nämlich gleich der Frank von Crea Science und wird ein bisschen was dazu erzählen. Los geht's. So, hier ist schon mal ein bisschen wärmer. Und jetzt gehen wir mal gucken, wo der Frank sitzt. Beziehungsweise der Benny hat schon mal sein Auto gefunden. Ja, wär doch so deins. So Leute, das ist Frank. Hallo, Grüße. Ich bin die nächsten 14 Tage hier Praktikant. Mein Wunsch war es ja schon immer mal, mich in der Folie auszuprobieren. Deswegen haben wir vorher schon ganz oft drüber gesprochen, dass ich bei meinem Bus unbedingt dabei sein möchte. Dann erstmal herzlich willkommen bei Crea Science, dem Premium-Folierer hier in Leipzig. Ja, wir werden was Schönes aus deinem Bus machen. Wir haben ja schon einen kleinen groben Plan vom Ablauf her. Wir fangen erstmal an mit einer Scheibentönung und dann gibt es natürlich eine wunderschöne Farbe, die wir uns ausgesucht haben. Ich habe sie schon gesehen, die steht dort. Ah, sehr gut. Wir beraten aber noch nicht, wie sie heißt. Das machen wir ganz zum Schluss. Dann kommt noch ein bisschen Beschriftung drauf, damit man auch deine Firma wieder erkennt. Und ja, wir freuen uns drauf. Wird ein tolles Projekt. Schauen wir mal, wie es losgeht. Auto muss erstmal rein? Definitiv. Das würde ich schon mal übernehmen. Ja. Und dann schauen wir mal, wie deine Qualitäten sind. Ja, ein bisschen vorgewaschen ist er, aber wir müssen ja noch mal fein waschen. Das Vorwaschen kenne ich. Wir machen das richtig schön und tipptopp. Das ist nämlich das, was das A und O ist. Die Sauberkeit bei der Vorbereitung. Und das machen viele, viele schon falsch, weil husch, husch bringt zum Schluss nur Ärger mit dem Kunden und kein erwünschtes Ergebnis. Da muss ich dazu sagen, wenn ich husch, husch mache und mal an der Waschanlage stehe, da ist das Auto schon so geputzt, da stehen neben mir in der Box sind schon drei Autos durchgewaschen. Dann hast du ja gute Voraussetzungen. Ist genau meins. Perfekt. Dann let's go. Das Allerschlimmste ist ja gewesen, steht vorm Haus, haben wir gerade zwei Tage vom Autohaus abgeholt, steht vorm Fenster. Ich stehe mit meinem kleinen Sohnemann am Fenster, wir sagen der Oma guten Tag, was macht er? Er hat eine Holzkugel in der Hand und wirft die runter. Nein. Und schön auf dem Motorhaube. Oh, ich würde sowas von weinen. Also die Delle war da. Wenn man es weiß. Ich sehe nichts mehr. Mega Arbeit. Ja, Fettfinger. Fettfinger. Also wirklich so. Einmal frei. Bei der Folierung geht es ja genau darum. Ne? Also die Details müssen stimmen, die Ordnung, die Sauberkeit, das Erscheinungsbild. Ja. Und da gehört natürlich auch die Vorbereitung dazu. Wenn du schon ein total zerhageltes Auto hast, dann ist es natürlich Schinken nach der Bratwurst geworfen, wenn du dann eine tolle Folie drauf machst. Also wenn das Fahrzeug natürlich vorher schon die Dellen entfernt hat oder größere Kratzer lackiert wurden, hast du natürlich auch das perfekte Ergebnis danach. Ne? Mhm. So gut wie der Untergrund ist, so gut kann auch nur die Folierung werden. Was macht man denn eigentlich mit diesem Grill? Da habe ich ja gesagt, den hätte ich gerne in schwarz. Dieses Chrompaket. Genau, und da hat deine Frau schon gesagt, naja, wenn du immer da bist, dann darfst du das auch machen. Oh, sehr gut. Das heißt, du bist dann Praktikant Nummer 1 und machst dann diesen Frontgrill in Schwarzglanz, Schwarzmatt. Was wollen wir machen? Die Details sind so ein bisschen in matt, ne? Also ich hätte die Chromleisten, also die Leisten, die streift man sich. Wenn das nicht auch macht? In Pflanzen? Leider nicht. Das ist ein nicht beschichtbarer Kunststoff. Das hier in matt? Und das VW-Zeichen in Glanz. Wobei ich das jetzt gesehen habe, der stand vorm Laden, gleiches Modell. Der hatte das hier komplett rausgesägt und dann waren nur noch die Leisten durch. Der hat gesagt, da musst du ganz fein hier irgendwie arbeiten, was weiß ich. Aber ich glaube, er hat das einfach getauscht. Ja, also es gibt mittlerweile auch im Zubehör Möglichkeiten, vielleicht auch einen Grill ohne Emblem zu erwerben. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es sowas vielleicht für VW schon gibt. Ja. Wenn nicht, gibt es natürlich immer attraktive Bastelideen bei irgendwelchen Karosserieleuten, die sagen, ich mach das mal. Aber das muss man auch können, damit das auch wirklich gut aussieht. Ich kann es nicht, deswegen, ne, wir machen hier das. Wir veredeln das mit Folie. So machen wir das. Sehr schön. Das nehme ich dann mit nach Hause, mache das zu Hause am Tisch. Und die Chromleisten unten auch gleich mit weg, ne? Wenn wir die abmachen können, können wir die abmachen? Nee, nicht abmachen, aber folieren würde ich sie. Aber die kommen ab. Okay. Weil das ist ja Zusatz-Chrom-Paket. Ja. Naja, irgendjemandem gefällt das, aber ich finde, das ist ein deutsches Auto, gehört kein Chrom dran. Das ist kein Amerikaner. Und das Gleiche haben wir auch hier hinten. Die haben auch noch so eine Chromleiste, die sind da bloß draufgeklebt. Mhm. Und jetzt halt die Frage wegen dem Teil, ob man das sagt.
Also notwendig ist es nicht, es ist halt ein Schutz. Ich meine, du nimmst das Fahrzeug ja auch gewerblich teilweise ordentlich in Beschlag, dann ist das auf jeden Fall ein guter Schutz für aber die Folie. Aber das Silberne würde ja nicht passen. Silber würde nicht passen. Also da gibt es die Option, entweder das in Schwarz-Silber zu kaufen, gibt es auch als schwarze Option, habe ich schon gesehen. Oder man müsste das halt dann auch folieren. Aber der Schutz sollte auf jeden Fall da sein, weil da beim Ein- und Ausladen die ersten Schäden sonst entstehen können, wenn dann da plötzlich der Mörtelsack und der Bierkasten drauffallen. Ich habe schon bei meinem Händler bestellt, das Chromteil fliegt raus, das ist bloß aufgesteckt und das gibt's dann, ist dann zwar Plastik und nicht wie hier in Alu oder was auch immer das ist, aber das will ich dann auch in Schwarz haben. Ja. Was ich auch gerne machen möchte, wir haben ja hier diese Zierleisten und die möchte ich dann auch gerne in unserer Folie. Haben wir noch gar nicht gezeigt, unsere Folie. Und die Folie steht da. Schön sieht aus. So, Daniel, du hast dich ja entschieden für Blau. Nee, ich wollte tatsächlich in mattes Grün mit so ein bisschen Goldschimmer drin. Und, nee, jetzt komm, Spaß beiseite. Was wird's? Die hier. Sehr geile Empfehlung. Mega schöner Effekt. Es kommt sogar rüber, soll ich jetzt nicht hier da? Die Farbe lebt vom Licht, genau wie wir. Nicht nur von Licht und guter Laune. Das sind 25 Meter. Mhm. Diese 25 Meter Rolle kostet mal eben 2000 Euro netto. Ich habe 2000 Euro. Das ist wirklich so, wo du sagst, Alter. Nee, bei so einem großen Fahrzeug tatsächlich nicht. Das ist ordentlich. So, das hast du schön verschoben, jetzt kannst du wieder ordentlich machen. Entschuldigung. Geh mit der Folie ordentlich um, sonst gibt's eine. Praktikanten können halt nichts. Das hast du schon angeschlossen, das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Müssen wir bloß noch Wasser aufdrehen. Richtig, ich würde den trotzdem noch ein bisschen mehr abrollen wollen, weil sonst haben wir den Umkreis nicht ganz so, wie wir ihn brauchen. Du kannst ja schon mal ein Stückchen durch den Raum laufen. Jawohl. Und stopp, wenn wir das in diesem Raum machen, von oben nach unten. Na? Also jetzt nicht so, dass die Wände gleich alle mit geduscht werden, sondern so. Okay. Na? Warum macht das nicht draußen vor der Tür? Das ist immer so eine Sache. Draußen ist erstens wieder auch viel Schmutz und Wind und Mist. Dann ist das Ding auch nicht ganz leise. Achso, und dann sind wir in Sachsen. Du darfst ja dein Auto nicht draußen auf der Straße waschen. Richtig, das kommt noch mit dazu. Also das Erste, was wir machen, ist immer das Vorkehr schon, damit erstmal der Grundbasis Bestand hat. Der ganze feine Staub, der muss erstmal runter. Sand, alles, was sich so abgebildet hat. Wenn ich jetzt einfach nur mit Handwäsche beginnen würde, kann ich schon den Lack zerkratzen, die Oberfläche. Das heißt, gerade bei schwarz glänzenden Autos, einfach nur einen nassen Lappen und einen Schwamm zu nehmen, das sollte man nicht tun. Also erstmal wirklich mit viel Wasser runter, erst einmal die groben Bestandteile und dann als nächstes mit Schwamm und Eimer loslegen. Immer aufs Arbeitssicherheit achten. Die Dinger müssen eingehangen sein. Ja? Das sagst du dem Mann vom Bau, das machst du richtig. Ja, gerade den Mann vom Bau. Die sind da mit der Arbeitssicherheit immer ganz, ganz, ganz an der Grenze, habe ich mal gelesen. Bei euch ist das natürlich anders. Ja, natürlich. Ich denke, von der Größe her, wir sind ja fast auf einer Augenhöhe, müsste das eigentlich reichen. Wenn du jetzt diesen Abstand einhältst, ist auch diese Wand nachher noch trocken. Okay. Na, und dann stelle ich die zweite Hitsche auf die andere Seite. Ja. Und dann kannst du das adäquat machen. Einfach erstmal von oben nach unten drüber. Na? Gut. Das verstehe ich ja nicht, weißt du? Wir haben das Auto gewaschen, um es jetzt wieder dreckig zu machen. Das ist irgendwie noch nicht ganz so mein Ding, wo ich sage. Ich hatte ein bisschen Wochenendarbeit für zu Hause. Einmal, das war ja Silber, das war Silber, einmal folieren. Das war glänzend, das haben wir zu matt gemacht, damit das eben so wirkt. Ja, schauen wir mal, was der Chef dazu sagt zu meiner Arbeit. Also es gibt so einige Stellen, wo ich nicht so zufrieden bin, aber ich sag mal, ist ja das erste Mal. Ja, fürs erste Mal muss ich sagen,
Der Betrachtungsabstand ist ja entscheidend. Ne? Ab hier sieht es gut aus, oder? Ja, genau. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Perfekt. Aber du musst jetzt ja von nahen angucken. Genau. Ich schaue mir das nochmal ganz kritisch an. Also diese Deckplatte hier unten, das hast du echt schön gemacht. Das ist gut verkaufbar. Das passt. Hast du wunderbar gemacht. Bei dem Schwarzglanz ist natürlich ein bisschen immer die Gefahr, ne? Die Ecken und Kanten. Das ist hier bei diesem VW-Logo wirklich schon sehr tricky, in diese Kanten und Ecken überall reinzukommen. Muss ich sagen, für den ersten Versuch auch mega. Kannst du echt nicht meckern. Sauberkeit kannst du noch ein bisschen optimieren. Da ist hier ne, so ein paar kleine Einschlüsse drin. Ja. Aber auch das passiert, wenn man halt eine Weile schon daran arbeitet und der Tisch vielleicht nicht unten drunter sauber war. Du hast das ja bestimmt so hingelegt und dann hast du angefangen einzuarbeiten. Genau. Und dann hast du mal auch einen Schmutzpartikel drin. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, keine schlechte Arbeit. Hast du dir echt gutes Händchen schon dafür. Super. Aber mit den Dingen habe ich angefangen, weil das war so, dachte ich mir, es ist das Komplizierteste. Das ist es auch wirklich. Durch diese erhabenen Buchstaben, das da sauber drumherum zu arbeiten, ist wirklich Sisyphusarbeit. Aber das hast du ja jetzt gemerkt. Also ich muss sagen, beim ersten habe ich eine halbe Stunde gesessen. Mhm. Dann hatte ich den ersten zwei Buchstaben ausgeschnitten. Mhm. Habe ich es nochmal abgezogen, habe es nochmal neu gemacht. Ja. Genau. Nee, aber auch hier vom Betrachtungsabstand her ist es vollkommen in Ordnung. Was du aber gemerkt hast, halt diese Irritationen dazwischen. Ne? Das merkst du hast jetzt hier die Buchstaben, die gehen ja nochmal so nach. Ne? Das siehst du ja. Da siehst du dann die Umrundung, das sind so eine leichten Kleberverdrängungen. Das passiert dann halt, wenn entweder die Temperatur zu hoch war oder die Spannung über dem Material ein bisschen zu hoch war. Dann kann das zu solchen Kleberverdrängungen kommen, solche Irritationen in der Optik. Gerade bei Schwarzglanz siehst du natürlich alles. Aber muss ganz ehrlich sagen, Respekt fürs erste Mal, mega. Ist ja genau meins. Einzige, was ich nicht gemacht habe, weil das bei dem VW-Logo das erste Mal war, bei dem hier habe ich es hier oben rumgelegt. Ja. Habe ich natürlich, oder? Habe ich bei dem nicht gemacht. Bei dem habe ich es. Da hast du dann direkt gecuttet, ja. Kann man machen, muss man sehen, wie groß die Spannung an den Kanten ist. Die Sicherheit, das ein bisschen umzulegen, ist immer besser, weil irgendwann kommen hier 30, 40 Grad Hitze drauf von der Sonne. Schwarze Folie, ne? Das hält sich unheimlich auch auf. Und wenn da Rückstellkräfte sind, die dann die Folie wieder anheben wollen, hast du dann natürlich, wenn du hinten was rumgeklebt hast, immer noch eine Sicherheit. Ne? Wenn es wieder abgeht, hole ich mir ein Stückchen Folie ab, dann mach's nochmal. Richtig. Ja, dann sind wir jetzt mit den Vorbereitungsarbeiten fürs Auto fertig? So nahezu. Wir werden jetzt noch die Griffe demontieren. Und dann werden wir noch eine Lackversiegelung aufbringen, damit im Prinzip auch der Lack so weit vorbereitet ist, dass die Neutralisation vielleicht in 4, 7, 8 Jahren, wenn du dann sagst, ich möchte es nicht mehr haben, auch entspannter vonstatten gehen kann. Ne? Also diesen Vorbereitungsstep, den machen wir auf jeden Fall immer, den Lack vorzubereiten. Und man hat eine sehr gute Erfahrung gemacht in der Rückrüstung. Es geht alles viel leichter, einfacher, es bleibt kaum Kleber drauf. Und das Fahrzeug ist schneller wieder im Urzustand, wenn man es dann doch im Urzustand wieder verkaufen möchte. Weil Farbe ist ja immer eine Betrachtungsgeschichte, ne? Und Geschmackssache. Was du schön findest, muss der Nächste noch lange nicht gut finden. Richtig. So, da würde ich sagen... Aber Pink ist nun mal dein Ding. Da würde ich sagen, wir sind erstmal durch mit dem ersten Video. Fortsetzung folgt dann, indem wir... Jetzt ist die Folie weg, die steht da hinten, glaube ich, noch, indem wir dann anfangen, das Auto zu folieren. Ja, und Teil 3 ist dann nochmal Scheibentönung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Geht bei Crea Science auf die Instagram-Seite, die zeigen dann jede Woche, was sie haben. Die haben ganz, ganz viele schöne Autos. Guck mal, blende mal darüber. Das hat man bestimmt schon mal schon 20 Mal gesehen. So. Ja, hier steht doch Porsche, Ferrari und das. Also, was war so das wertvollste Auto, was ihr bis jetzt da hattet? In der Rolls-Royce-Klasse, die Cullinan, so um die 500.000. Dann hat man Porsche mit knapp einer Mille, Weissach-Pakete, GT2 RS Clubsport, GT3 RS Clubsport. Das sind so, die gehen fast an die Millionen. Da sind so Werte im Umlauf. Reicht. Also du kannst dann quasi das Auto so 10 oder 5 Mal kaufen. Na, das ist schon krass. Ja, genau. Wir switchen mal rüber zu Video 2 und ihr müsst leider noch ein paar Tage darauf warten. Ja, also bis zum nächsten Video. Tschüss.